Ich unterstütze die 72-Stunden-Aktion, weil hier vorbildlich gezeigt wird, welche tollen und kreativen Projekte von Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden und vieles gemacht wird, was Menschen zugutekommt, die wir in unseren Einrichtungen der Caritas betreuen. Kindern, Jugendlichen, Familien, Menschen mit Behinderungen und auch alten Menschen. Und ich bewundere die Jugendlichen, die bei der 72-Stunden-Aktion mitmachen, dass sie durchhalten, dass sie solch kreative Projekte durchführen, dass sie mit ganzem Herzen dabei sind. Und es zeigt, dass Jugendliche sich engagieren und auch engagieren können und mit ihrem Engagement was bewirken können. Und es ist aus meiner Sicht sehr gut, dass es diese 72-Stunden-Aktion gibt, weil diese Aktion mit den vielen kreativen Einzelprojekten Solidarität stiftet, Teilhabe ermöglicht und es zeigt jungen Menschen, dass sie für andere etwas tun können. Und das ist ganz im Sinne der Caritas.